Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft mit meinem Allianz-Magier Solo. Und wir befinden uns gerade auf dem Schiff nach Nordend. Und da warten neue Abenteuer auf uns. Jo, ich muss mich mal eben anders hinsetzen. So, genau, ich habe vorhin ein paar Portale gelernt. Kann ich hier jetzt Mage Nuggets? Kann ich jetzt einige mehr Portale machen? Oh, okay, jetzt geht's nach Nordend. Juhu, es geht nach Nordend und ich kann hier noch nicht fliegen, ne? Scheiße. Ich hätte vorhin mal kurz, glaube ich, fliegen lernen sollen. Ich dumme Fumm. Aber das kann ich auch nachher noch irgendwann mal machen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir müssen hier erstmal ankommen. Und an der Valianzfeste. Und da sause ich mal eben hier runter und mach mal eben kurz mein Questlog leer. Weil am Sharegrad brauchen wir nichts mehr. Wir sind am Sharegrad fertig. Das heißt, die kann ich mal eben alle abbrechen. Wir machen hier direkt weiter. Teufelsmunition, ja, weiß ich nicht. Die habe ich ja. Ich würde da natürlich gerne noch irgendwie mal gucken. Höllenfeuer, Halbinsel brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir alles nicht mehr. Beweist eure Stärke. Dunkelmond, Jahrmarkt. Ja, da können wir noch hin. Dumpf, dunkel, Sumpf, tralala. Wir machen jetzt erstmal ihn hier. Das Licht sei mit euch. Ich möchte fliegen. Achso, von hier aus kann ich direkt nach Dalaran. Okay. Seid Was kann ich noch vorsichtig. machen? Verbündet in Dalaran. Willkommen in Nordend, Runkelrüber. Man hat mich gebeten, die Reise nach Dalaran für euch zu arrangieren, damit ihr dort unsere Verbündeten treffen könnt. Reitet auf einem Greifen nach Dalaran und sucht nach der Landung unser Gasthaus zum gefeierten Helden auf. Sprecht dort mit Isirami Sanftwind. Sie wird euch dabei helfen, euren Ruhestein in die Stadt zu binden. Mit dem Portal in der silbernen Enklave könnt ihr dann rasch nach Sturmwind reisen. Das Licht segne euch. Okay, was haben wir denn hier noch? Da. Mal eben kurz mein Kriegsmammut. Ich habe doch hier noch einen gesehen. Da ist auch noch einer. Zack. Erstmal mit Auf dem geht's. Mammut auf den Tisch. Eingezogen. Ihr seid zur Einberufung gekommen, richtig? Möglicherweise müsst ihr genauso wie alle anderen Rekruten in einer Reihe stehen. Normalerweise hättet ihr Pech, weil das Rekrutierungsregister abhanden gekommen ist und ich niemanden aufnehmen kann, bis die neuen Bücher ankommen. Doch glücklicherweise, Runkelrüber, habe ich von euch und euren Taten in der Scherbenwelt gehört. Um ehrlich zu sein, seid ihr den anderen Trotteln bei weitem überlegen. In Reih und Glied stehen ist nichts für euch. Geht zur Kaserne und sprecht mit General Alos. Er wird mehr als froh darüber sein, jemand eures Kalibers zu treffen. Ziehe den Ehrenfreund. Jo, wo ist denn der Gute? Da hinten. Ich saus mal eben hier rüber. Schwupps, hier war ich ja noch nie, ey. Ich war noch nie hier drin. So. Da hinten. Komme ich überhaupt mit den Dicken rein? Warte mal, ich muss, glaube ich, hier mal hoch eben schnell. Und dann, da ist er. General Alos. Oh mein Gott. So. Was kann ich für euch tun? Wir haben eure Ankunft erwartet, Runkelrübe. Willkommen in Nordend. Ja, Für die danke schön. Allianz. Eine Zeit für Helden. Es ist gut, euch unter uns zu haben, Runkelrübe. Wir haben alle von euren vergangenen Taten erfahren. Wie ihr wisst, ist König Vryn dabei, große Armeen nach Nordend zu bewegen, die denen von Arthas begegnen sollen. Doch Armeen sind nichts ohne die Helden, die sie inspirieren und führen. Ich möchte, dass ihr dieser Held für meine Männer seid. Kämpft an ihrer Seite gegen die Geißel,
die unsere Festung belagert. Meldet euch bei Unteroffizier Hammerberg außerhalb der inneren Burgwehr. Die Valianzfeste darf nicht fallen. Die Zukunft unserer Kampagne hängt davon ab. Na gut. Seid vorsichtig. Ich hatte hier doch noch so einen Nupsi, ne? Warte mal, ich muss, glaube ich, nochmal runter. Da war doch noch so ein Knilch. Da hinten ist doch noch so ein Knilch. Muss ich dann hier hoch oder was? Guck mal eben, ob ich den hier treffe. Der ist doch bestimmt ganz oben, ne? Oder? Jetzt renne ich hier wahrscheinlich wieder umsonst hoch. Ne. Der ist nicht hier oben. Ja. Super. Kann ich mich hier irgendwie... Ach, jetzt scheiß drauf. Ich springe jetzt einfach hier runter. Hier ist doch noch einer drin. Nee, der ist nicht hier drin. Wo soll der denn sein? Hä? Ist der hier außen rum oder was? Warte mal schnell, da ist ja noch ein Ausrufezeichen. Der ist bestimmt hier außen rum, pass mal auf. Da ist er. Sag ich doch, wer ist das denn? Ehre dem König. Ach Gott, ein Schneiderlehrer. Das Plündern von Stoffen. Dem Schnitt eurer Kleider nach zu urteilen, nehme ich an, dass ihr selbst ein Schneider seid und somit leicht erlernen könnt, was ich beizubringen habe. Viele der Humanoiden des Nordens tragen Kleider, die recht schnell in Stoff umgewandelt werden können, wenn man den Dreh raus hat. Gegen eine kleine Gebühr kann ich euch beibringen, wie man Stoffe plündert. Auf diese Weise werdet ihr von den toten Humanoiden-Wesen in Nordend zusätzlichen Stoff erhalten. Ja, mach mal. 5 Euro sag ich schon. Ihr findet extra Stoff, macht aus ihm etwas Wunderschönes. Bam! Quest beenden. Das Licht segne euch. Bam, kannst du mir noch was beibringen? 335 Netherstoffstiefel können wir machen, ne? Tada! Netherstoffstiefel, hatte ich die nicht schon? Ach so, nee, Quatsch. Netherstoffhose, Netherstoffstiefel. Ja, genau, da brauche ich halt Knotenhautleber. Was? Jetzt muss ich bis 300... Ja, alles klar. Netherstoffhose. Da brauche ich aber noch viel davon, ne? Wer bist du denn? Die Naru haben uns nicht vergessen. Achso, Suve. Okay. Jetzt lass mal eben gucken. Ich muss doch noch da hinten zu den einen Typen da. Zu den einen Typen muss ich. Ach, da ist er doch, der Knilch. Der hat aber immer ein imposantes Reittier. Was geht euch durch den Kopf? Der Unteroffizier Hammerberg. Bei Magnus Barth. Sieht aus, als wäre die Artillerie gekommen. Ja, ganz genau. Die Belagerung. Aber. Es ist gut zu sehen, dass Arlos schwere Geschütze auffährt. Versteht mich nicht falsch. Unsere Jungs geben ihr Bestes, doch kämpfte jemand eures Kalibers an ihrer Seite, stünden die Chancen sehr gut, dass sich die Schlacht zu unseren Gunsten wendet. Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir noch gegen diese Untoten der Ruba durchhalten können. Was würdet ihr davon halten, dort hinauszugehen und ein paar dieser Kriecher für mich zu töten? Zeigt den Jungs, wie es gemacht wird. Bleibt sauber. Machen wir. Jetzt ist dann noch so ein Ding aufgegangen. Sehe ich da gerade. Hier. Ich kenne das echt nur von Hordenseite, ne? Ist ja schon krass. Schön. Sanitäter Hagedorn, okay. Ein Soldat in Not. Ihr da, bitte, ich brauche eure Hilfe. Dieser Soldat wird dem Gift der Gruftbestie erliegen, wenn ihr nicht sofort handeln. Ihr könnt die Wirkung des Giftes verlangsamen, doch ohne eine angemessene Menge Gegengift kann ich ihn nicht neutralisieren. Huch. Mir wurde eine neue Lieferung gegen die versprochen, die mit der letzten Sendung in der Sturmbrecher aus dem Süden hätte ankommen sollen. Begebt euch ins Innere ihres Frachtraums und sucht nach einer Kiste mit Material für Scheiße.
Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Komm jetzt hier. Scheißteil. Unterbricht er einfach meine Unterhaltung. Und sucht nach einer Kiste mit Material für Erste Hilfe. Beeilung, Magier. Wir können uns nicht leisten, weitere Männer unnötig sterben zu lassen. Ja, jetzt mach mal hier langsam. Nee. Wir müssen hier erstmal ein paar Neruba klatschen. Wieso entkommt der? Mach mal den Tod da. Gruftkriecher. So, 1 von 6 müssen wir davon töten. Uha. Ah, guck mal, hier hinten sind noch ein paar. Guck mal, dann machen wir die mal hier direkt alle platt. Guck mal, können wir direkt mal hier die alle mal eben plätten. Kannst du mir mal gerade helfen, Soldat? Bah, jetzt kommen da so Käfer auf mich zugeflogen. Ist ja ekelig. Ist ja ekelig. Ja, ich könnte die zwar auch hier irgendwie so platt machen, die Käfer, oder den stoppen da, aber meine Fresse, ey. Die paar Schaden, die wir hier kriegen, ne? Interessiert eh keine Sau. ...808 EP. Boah, das gibt aber gut EP hier. Ja, nicht schlecht. Boink. So, dann gehen wir mal direkt weiter. Bereit zur Abgabe. Hagedorns Gegengift. Warte mal, Hagedorns Gegengift muss ich ja wieder rein, ne? Moment. Das ist doch dann auch hier hinten. In den Frachtraum. Gehen wir eben hier zu ihm. Lust auf ein Glas? Gute Arbeit, Runkelrübe. Zeig den Jungs, wie es gemacht wird. Nur ein toter Krieger ist ein toter Krieger ist auch ein guter Krieger. Was kriege ich denn jetzt hier? Ein Dolch und ein Stab. Zweihändig. Der ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Och, Manno. Ich nehme mal den Stab. Ach, das ist doch doof. Der Tod lauert in der Luft. Es gelingt uns, die Front gegen diese Insekten aufrechtzuhalten. Einige dieser frechen Scheusale können jedoch über die eben erwähnte Frontlinie einfach hinwegfliegen und prasseln wie Geschosse auf unsere inneren Verteidigungsstellungen herab. Atmen. Ich habe verstärkte Fischernetze von den Schiffen unserer Zivilisten angefordert. Wenn ihr einen guten Wurfarm habt, werden sie euch dabei helfen, den Feind vom Himmel zu holen. Dezimiert sie, damit unsere Verteidigung die Festung halten kann. Seid auf der Hut. Jo, dann machen wir auch. Wir gehen aber mal einmal kurz hier. Wie war das nochmal? Hier muss das doch irgendwo hier. Pass mal auf, hier ist doch der... jetzt muss ich erst wieder absteigen. Hier ist doch der Frachtraum, ne? Ach du Schande. Hier sind ja ein paar. Wieso sind die denn hier? Seid ihr bescheuert? Was machen die denn hier? Was soll das denn? Wieso sind die denn hier mitten unter uns, bitteschön? Gibt's doch nicht. Na. Plöpp. Und da hinten haben wir was. Kultisten unter uns. Auf diesem Altar befinden sich alle Markierungen des Kults der Verdammten. Es scheint, als hätten Fanatiker von... Aha. Nimm den mal direkt mit. Und hier unsere Kiste. Ha, Vorräte für Erste Hilfe. Super. Dann gehen wir mal direkt raus. Zack. Porten uns hoch. Hilfe. Und
gehen mal eben. Halt, wo ist denn der Typ jetzt? Was ist? Ist hier hoch? Tatsache. Captain Linksdutch. Braucht ihr Hilfe? Kultisten? Unter Deck? Ich werde wohl meine gesamte Crew auspeitschen lassen müssen. Hört zu, wieso lassen wir nicht Admiral Cantelbrie die Angelegenheit in die Hand nehmen? Man sieht sich! Das Licht sei mit euch. Benachrichtigt Alos. Wir müssen General Alos so schnell wie möglich davon in Kenntnis setzen. Ich kenne den Hauptmann schon eine ganze Weile und glaubt mir, er ist einer von der vorsichtigeren Sorte. Wer weiß, wie viele Kultisten in anderen Schiffen in unserer Siedlung hier in Nordend geschmuggelt wurden. Die Sache könnte verheerende Folgen haben. Seid vorsichtig. Da müssen wir erstmal kurz mit dem Typen reden. Ja. So. Bock im Netz. Komm mal runter hier. Müssen wir erst nochmal kurz mit dem Typen reden, oder was? Tatsache. Guck mal, wir gehen mal nochmal eben schnell rein. Ich hoffe, ich kann hier nochmal kurz durchlaufen. Der ist ja eh hier oben. Oder? Jo. Seid gegrüßt. Vielen Dank für eure Anteilnahme, Runkelrüber. Wir wurden erst vor kurzem auf die Situation aufmerksam gemacht. Beirat Talbot hat mir versichert, dass dies ein vereinzelter Vorfall war und aus militärischer Sicht kein Grund zur Besorgnis besteht. Unsere zivilen Behörden werden sicherstellen, dass gegen jeden, der darin verwickelt ist, ordnungsgemäß vorgegangen wird. Aha. Ziehe den Ehrenfreund. Okay, jetzt haben wir hier noch den Beirat Talbot. Das Licht sei mit euch. Eine diplomatische Mission. Ich sehe, dass ihr sehr begierig darauf seid, zu helfen, Runkelrübe. Ihr seid nicht den ganzen Weg nach Nordend gereist, damit ihr euch in einer Stadt verkriecht. Ich habe genau die richtige Aufgabe für euch. Etwas, das euch weit weg von hier bringt. Wir haben lange versucht, uns das Wohlwollen der in Nordend heimischen Tuskar zu sichern. Neulich kam ein junger Tuskar zu uns und ersuchte Hilfe. Etwas, womit wir zu dieser Zeit nicht dienen konnten. Jetzt, da ihr da seid, könnt ihr ihm vielleicht zur Hand gehen. Sucht nach Karuk in der Nähe des Strandes der Peitschennarbe, südwestlich von hier, und schaut, was ihr für ihn tun könnt. Für die Allianz. Okay, machen wir mal. Möge das Licht euch umarmen. Feinde des Lichts. Und nun macht mal halblang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Magier, aber mich konnte die Worte des Generals nicht so wirklich überzeugen. Sie klagen so unsicher, als waren sie, als wären sie nicht die Seinen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Alle unsere Versuche, gemeinsam in der Sache zu arbeiten, werden blockiert und verzögert. Es ist an der Zeit, das Ganze etwas selbstständiger anzugehen. Wenn wir mehr über die Kultisten in der Festung herausfinden möchten, dann sollten wir vielleicht denjenigen nachgehen, die sich außerhalb befinden. Berichten unseres Geheimdienstes zufolge gibt es nördlich von hier eine kleine Gruppe von ihnen, welche die Geißel in ihrem Treiben unterstützt. Findet heraus, ob sie irgendwelche Hinweise bei sich tragen. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Okay, machen wir. Wir sind bei 18 Minuten, Leute. Ich will heraus. So, wir sind bei 18 Minuten und ich muss mal eben kurz gucken. Kann ich noch irgendwas abgeben? Ja, ich kann hier hinten noch was abgeben, ne? Ja, genau. Ich kann noch was bei, hier bei Dingens abgeben. Und dann müssen wir noch mal rein. Genau, hier die. Sag schnell. Bei Sanitäter Hagedorn. Das Gegengift. Das Gegengift. Habt ihr es bei euch? Jawohl. Ich danke euch, Runkelrübe. Dieser Mann wird sich zwar nur langsam erholen, doch verlieren werden wir ihn nicht. Was meint ihr? Kultistin auf der Sturmbrecher? Ihr sagt besser jemandem Bescheid und bringt etwas als Beweis mit. Okay, wir kriegen Verjüngungsdrang. Super. War jetzt nicht so der Knaller, ne? Und da hinten wäre noch ein Fragezeichen. Achso, sprecht mit Karuk. Okay, was soll ich da? Flammenspucker und da hinten die Kommunik der Kultisten. Die Kommunik der Kultisten, wo soll die denn sein? Ne, halt mal, hä? Die Kommunik der Kultisten.
da. Ich flitze ja mal eben vorbei an denen. Gucken, ob die mich finden. Nee, ne? Ach, nee, ne? Jetzt kommt der hier hinter mir, oder was? Ach, jetzt leck mich doch am Arsch. Du kleine Scheißteil. Komm, die Kommunik machen wir noch schnell. Wir haben noch... Wir haben eigentlich keine Minute mehr, aber egal. Wir nehmen die jetzt mit. Vielleicht kriegen wir da hier. Die ja hier. Muss ich die wahrscheinlich eh alle platt machen, ne? Bams. Da haben wir die Kommunik der Kultisten. Monique. Die Monique der Kultisten haben wir. Na? Na? Boah. Jetzt. Hallo? Ach, leck mich doch. Komme ich nicht ran. An den Dicken. Dann reite ich nochmal eben hier durch. Ich hoffe, der sieht mich, ne? Sande von Nasam, okay. Schwupps. Eigentlich hätte ich da hinten noch hingemusst, aber... Ich will noch eben die Monique abgeben. Und die Monique-Musik. Die Musik ist hier oben. Die Monique ist hier oben. Genau, bei ihm. Beim Herold. Das Glück sei mit euch. Diskretion, Runkelrübe. Wir können uns diese Beweismaterial nicht ansehen, solange neugierige Blicke auf uns gerichtet sind. Was kriegen wir denn hier? Schultern, Tempo? Ist natürlich... Muss ich mir nochmal angucken. Weitere Ermittlungen. Ich befürchte, dass es sich hier um eine Angelegenheit handelt, die ich in einem meiner Agenten übertragen muss. Jemanden, der im Geheimen operieren kann. Behaltet das Beweisstück bei euch und bringt es zur Verteidigerin Yala im Gasthaus. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und sprecht mit niemandem sonst über die Sache. Wir wissen nicht, wer alles für den Kult arbeiten könnte. Okay. Gut, aber wir machen hier mal kurz Schluss, Leute. Wir verabschieden uns mal hier beim schönen Banner. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Mit meinem Wasserelementar, mit mir und mit euch natürlich. Bis dahin, alles Gute. Ciao.